Spricht jetzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Burkhard Lischka einmal kurz und zaghaft geklatscht. Deswegen sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was die Position der Sozialdemokratischen Partei zur Vorratsdatenspeicherung heute ist. Sie waren hier sonst immer dafür. Sie waren ja immer dafür und vielleicht sind Sie jetzt ja dagegen. Dann würden wir Sie unterstützen. Aber nun zum Thema. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine allererste Rede hier im Bundestag im Jahre 2005 galt auch der Vorratsdatenspeicherung. Und die war natürlich inhaltlich, fand ich, sehr überzeugend und gut. Rhetorisch war sie sehr schlecht. Aber ich will damit sagen, seit 2005 haben wir als Opposition in wechselnden Zusammensetzungen Ihnen mehrfach das gesagt, was Sie nun höchstrichterlich gleich zweimal aufs Butterbrot geschmiert bekommen haben. Und deswegen wäre es doch in der Tat heute Anlass, für die Konservativen mal in sich zu gehen, darüber nachzudenken, ob sie jetzt nicht ihre Position korrigieren sollten und dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht zu folgen. Denn nach es ist ja ein freundlich gemeinter Hinweis, um in einen kritischen Dialog zu treten. Denn nach dem Bundesverfassungsgericht hat in der Tat noch in einer viel deutlicheren Art und Weise der Europäische Gerichtshof klar etwas gesagt, nämlich, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gegen das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens und gegen das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten verstößt. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Und was machen Sie? Sie stellen sich hin und sagen, na, das ist uns alles völlig schnurzpiep egal, wir machen das jetzt trotzdem. Wir machen das weiter. Mal gucken, was die SPD dazu macht. Zum Dritten. Bei der Vorratsdatenspeicherung, das muss man ja vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, werden nun Kommunikationsanbieter dazu verpflichtet, anlasslos und verdachtsunabhängig, das ist doch der eigentliche Kern, der den Rechtsstaat auf den Kopf und nicht auf die Füße stellt, werden sie verpflichtet, all diese Verbindungsdaten zu speichern. Und das ist logischerweise nichts anderes als ein Generalverdacht gegen alle in Europa und Deutschland lebenden Menschen. Und das kann man doch nicht zulassen, allen Ernstes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Zweiten vielleicht noch etwas ansprechen, was in der Debatte etwas unterbelichtet gewesen ist. Es haben nun viele Journalisten und Journalistenverbände darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich die Vorratsdatenspeicherung ein enormer Anschlag auf die Pressefreiheit ist, weil nämlich Quellenschutz nicht mehr gewährleistet werden kann, weil Kontakte von Journalisten zu Whistleblowern oder was weiß ich zu wem nachvollzogen werden können. Auch das gilt es zu beachten. Zum Zweiten gilt es zu beachten, auch eine wichtige Frage, wie ich finde, dass beispielsweise die ganze anonymen Seelsorge- und Beratungsstellen, die logischerweise maßgeblich über Telefon abgewickelt werden, dass auch dort diese Institutionen, die für viele Leute in Krisensituationen extrem wichtig sind, natürlich gefährdet sind, weil man im Zweifel nicht mehr anruft, weil man nicht weiß, was über einen wann und wo dann aufs Tablett kommt. Auch das gilt es, finde ich, zu beachten. Zum Vierten. Wir haben bei der ersten Lesung des Grünen und Linken Antrages vor einigen Wochen darauf schon mal aufmerksam gemacht. Auch das wird ja offenbar von Ihnen nicht zur Kenntnis genommen. Das macht einen ja auch ein Stück weit fassungslos eigentlich. Das Kriminologische Abteilung des Max-Planck-Instituts hat nun wirklich ohne Interpretationsspielraum nachgewiesen, dass es seit dem Wegfall der Vorratsdatenspeicherung in keiner Hinsicht eine Schutzlücke gibt. Die gibt es einfach nicht. Das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen. Neben der Grundrechtsfrage ist offensichtlich auch wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass man die Vorratsdatenspeicherung nicht braucht für die Ermittlung in diesem Umfang. Das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, es ist doch wirklich unfassbar, dass Sie das alles nicht zur Kenntnis nehmen. Seit 2005 tragen wir Ihnen das vor, und Sie nehmen das nicht zur Kenntnis, sondern reden so, wie Sie 2005 auch schon geredet haben. Das ist nun wirklich sehr bedauerlich, dass es dort keinerlei Weiterentwicklung im Denken gibt. Zum Fünften. Es haben nun die Gerichte zum zweiten Mal deutlich eingeschritten. Und ja, der Hinweis ist natürlich richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, das ist per se unzulässig. Aber es hat auch nicht gesagt, liebes Parlament, bitte führt in einer abgespeckten Variante jetzt eine Vorratsdatenspeicherung ein. Das hat sie dezidiert nicht gemacht, sondern wir sind jetzt an einem Punkt, und da sind Sie ausnahmsweise mal gefragt, dass nämlich nicht alles, was juristisch erlaubt und technisch möglich ist, muss man auch machen. Und damit sind wir im Kern von parlamentarischem Arbeit.
Das müssen Sie jetzt entscheiden. Wir haben als Opposition, als Linke, eine klare Position dazu. Die ist nun von allen möglichen Kreisen aus Justiz, Wissenschaft und der Bevölkerung bestätigt worden. Und es wäre schön, wenn Sie heute diesen Anträgen, die von den Linken und Grünen vorliegen, folgen würden, weil dann könnten wir uns diese mittelaufregenden Debatten auch in Zukunft sparen und müssen nicht noch weitere Gerichtsurteile hier abwarten. Zusammengefasst. Erstens. Verzichten Sie endlich auf jegliche Form von Vorratsdatenspeicherung, ob auf europäischer Ebene oder im nationalen Rahmen. Das untergräbt den Rechtsstaat. Schluss damit. Und zum Zweiten. Das wäre eine wirkliche Aufgabe für den Bundestag, da von der Bundesregierung natürlich da überhaupt gar nicht zu erwarten ist. Nutzen wir als Parlamentarier doch das EuGH-Urteil, einmal in uns zu gehen und alle Sicherheitsgesetze, die seit 9/11. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist schade natürlich. Ich hätte noch ein paar Hinweise für die Koalition. Aber nutzen wir das, alle Gesetze noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, zu gucken, sind sie verhältnismäßig gewesen? Inwieweit haben sie den Rechtsstaat beschädigt? Und brauchen wir sie überhaupt? Dazu sind wir auf jeden Fall bereit. Und es wäre schön, wenn man das aus den Reihen des Parlaments gemeinsam machen könnte. Denn wir sind der Auffassung, dass wir in Europa und Deutschland mit dem EuGH-Urteil eine Zeitenwende zu mehr Datenschutz und Bürgerrechten einleiten sollten. Und es wäre schön, wenn Sie da ausnahmsweise mal mitmachen würden. Danke. Jan Korte war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Die Opposition.